kraftvoll und voluminös. Das sind die beiden charakteristischen Attribute, um die man bei einem Mercedes Typ 680S nicht herumkommt. Zum gewaltigen Blubbern gesellt sich beim Zuschalten des Kompressors das Aufheulen des Rußgebläses. Im normalen Straßenbetrieb vermag man die sechs Kolben mit einem Durchmesser von 98 mm und einem Hub von 130 mm einzeln zu hören. Wird das Rußgebläse mit dem Zweifachflügel zugeschaltet, steigert sich die Leistung von 170 PS auf 225 PS. Damit nimmt der 1680 Kilogramm schwere Wagen auch den steilsten Berg mit Leichtigkeit. Der Mercedes Typ 680S war der Stolz der Stuttgarter Autobauer Ende der 20er Jahre im vergangenen Jahrhundert. Aber ebenso beflügelte er die Begeisterung der Automobilfans. Die Pläne für den Mercedes Typ 680S entstanden Ende 1927. Konstruktiv entstanden die S-Modelle aus den Typ 630K-Fahrzeugen. In erster Linie wurde die Motorleistung des 6,3 Liter Reihensechszylinders durch eine höhere Kompression verbessert. Für diese Aufgabe wurde Ferdinand Porsche herangezogen. Ziel war es, einen soliden und zuverlässigen Sport- und Rennwagen zu bauen, mit dem man bei den namhaften Rennen beeindrucken konnte. Das Kürzel S steht für Sportwagen. Alles an diesem Automobil wurde dafür ausgelegt. Der Niederflurrahmen bringt eine sehr niedrige Seitenlinie und einen tiefen Schwerpunkt. Daraus ergibt sich eine herausragende Straßenlage. Die Querholme am Rahmen wurden eigens mit Zickenlöchern versehen, um Gewicht zu sparen. Die Karosserie ist auf den tiefen Schwerpunkt abgestimmt. Die Reserveräder wurden entweder seitlich oder am Heck angebracht. Der kraftgeladene 6,8 Liter Motor wurde im Vergleich zu den K-Modellen etwa 30 cm weiter nach hinten in den Fahrzeugrahmen versetzt. Dementsprechend saß auch der Spitzkühler weiter hinten. Das hier gezeigte Modell ist die Ausgangsbasis für die späteren SS-Modelle. Der Motor wurde nochmals weiterentwickelt und erhielt eine Doppelzündung über Magnetspule und Batterie. Jeder Zylinder hat damit zwei Zündkerzen. Die Verdichtung ist auf 6,2 zu 1 angehoben, was im Vergleich zu den ersten S-Modellen einen Unterschied von 50 PS ausmachte. Mit einem ideal übersetzten ersten Gang lässt sich der Sportler bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 75 km pro Stunde ausfahren und auch hochtourige Umdrehungszahlen bis 3300 Umdrehungen in der Minute sind kein Problem für diesen großen Sechszylinder.